Krokodil und Alligatoren sind große Reptilien, denen du nicht in einer dunklen Gasse begegnen möchtest. Einige sind größer als andere und einige sind wegen ihrer Größe berühmt geworden. Hast du schon einmal von Brutus gehört? Was ist mit dem Orinoco-Krokodil? Wenn du auf wirklich riesige Dinge stehst, dann musst du weiterschauen, denn wir zählen 15 ungewöhnlich große Krokodil und Alligatoren auf, die tatsächlich existieren. Now I'm a bit older, I get that 17-foot crocodile. Nummer 15. Gomek. George Quake hat Gomek, ein großes Salzwasserkrokodil, in Papua-Neuguinea gefangen. Er war 5,4 Meter lang und wog über 2 Tonnen, als er starb. Terry und Arthur Jones kauften ihn 1985 und pflegten ihn 5 Jahre lang in Ocala, Florida, bevor sie ihn verkauften. Viele Jahre lang beeindruckte er die Zuschauer mit seiner unglaublichen Fähigkeit, Nahrung zu fressen und seiner noch größeren Toleranz gegenüber Menschen. Die Fütterer des Riesenkrokodils durften das Gehege betreten und sich dem Riesentier bis auf einen Meter nähern, ohne Angst haben zu müssen, angegriffen zu werden. Sich in dieser Nähe zu einem Krokodil aufzuhalten, ist in der Regel selbstmörderisch. Obwohl Gomek immer noch mit langen Zangen gefüttert wurde, galt er weiterhin als zahmes Krokodil, das ein Liebling der Farm und der Besucher im ganzen Land war. Ich würde gerne glauben, dass Gomek ein netter kleiner Kerl war, aber er war kein Gecko. Das ist ein riesiges Monster, das länger als ein Auto ist und 2 Tonnen wiegt. Es ist mir ein Rätsel, wenn Menschen alles daran setzen, Probleme zu verursachen, nur um Aufmerksamkeit zu erregen. Wenn das Unglück dann zuschlägt, beispielsweise wenn das Krokodil genug davon hat, angefasst zu werden, wird demjenigen dann ein Glied abgerissen und alle rufen: "Oh mein Gott!" Gomek starb am Ende nach langer Krankheit an einem Herzleiden. Er war damals ein sehr altes Krokodil und eines der größten und zahmsten Krokodile der Welt in Gefangenschaft. In der Nähe von Gomeks Gehege, in dem sich derzeit sein Nachfolger Maximo und dessen Gefährtin Sydney befinden, steht ein Denkmal in seinem Namen. Nummer 14. Tawi-Tawi-Krokodil. Fischer in Tawi-Tawi, einer philippinischen Inselprovinz, schnappten sich 2017 ein etwa 5 Meter langes Salzwasserkrokodil. Ein örtlicher Fischer entdeckte das Krokodil, hielt es allerdings zunächst für einen Holzklotz, wie lokale Quellen berichten. Als man sich ihm näherte, bewegte es sich jedoch. Der Vorfall wurde den Behörden gemeldet und eine Jagd auf das Krokodil wurde eingeleitet. Das Einfangen erforderte viele Fischer und Beamte, denn das riesige Krokodil war extrem aggressiv und zerstörte ein Boot und beschädigte während der Aktion mehrere Fischernetze. Das Krokodil wurde dem Schutz der Stadtverwaltung anvertraut. Auf den Philippinen ist das Töten eines Krokodils eine Straftat, die mit einer Geldstrafe von bis zu $2000 und einer Haftstrafe von bis zu 6 Jahren geahndet wird. $2000 hören sich vielleicht nicht nach viel an, aber auf den Philippinen ist das eine Menge Geld. Und 6 Jahre Gefängnis sind weltweit dasselbe, obwohl ich glaube, dass die Gefängnisse auf den Philippinen 5-Sterne-Gefängnisse sind. Nummer 13. Cassius. Dieser australische Salzwasserkoloss ist das größte Krokodil der Welt in Gefangenschaft und wurde 2011 vom Guinness World Records zum größten Krokodil der Welt in Gefangenschaft ernannt. Cassius war ein echter Gladiator, wie die Tatsache beweist, dass er in heftigen Kämpfen sein vorderes linkes Bein und die Spitze seines Schwanzes verloren hat. Er lebt auf Green Island, Australien, im Marineland, Melanesia. Nachdem das Krokodil Boote angegriffen hatte und ein Ärgernis war, wurde es 1987 im Finis River in Northern Territory gefangen. Cassius ist etwa 110 Jahre alt und 5,2 Meter groß. Cassius Clay war der Vorname von Muhammad Ali, als er geboren wurde. Der Crocodile Dundee des wahren Lebens ist George Quake. Cassius' Fänger und Betreuer, der auch Gomek, eines der größten jemals gemessenen Krokodile der Welt, gefangen hat. Er hat Jahre damit verbracht, gefährliche Riesenkrokodile wie Cassius und Gomek zu fangen und sie in ein sicheres Gehege umzusiedeln, das sowohl für die Krokodile als auch für die Menschen von Vorteil ist. Herr Gwek verbrachte die nächsten 30 Jahre mit Cassius, nachdem er ihn eingefangen und täglich gefüttert hatte. Cassius, so gibt er zu, würde ihn fressen, wenn er die Gelegenheit dazu hätte. Wir danken Herrn Gwek für die nützlichen Informationen. Nummer 12. Matara. In Matara, Sri Lanka, wurde ein riesiges Krokodil mit einer Länge von über 5,2 Metern und einem Gewicht von über 1000 Kilogramm gefangen. Das Krokodil steckt in einem Kanal des Nilwala-Flusses fest und konnte sich nicht mehr befreien.
Das riesige Tier wurde von einer Gruppe von Wildhütern gerettet, die von mehreren Einheimischen unterstützt wurden und schließlich wieder in den Fluss entlassen, ohne dass jemand zu Schaden kam. Man schätzt, dass das riesige Reptil zum Zeitpunkt seines Todes etwa 65 Jahre alt war. Nach Angaben des Department of Wildlife Conservation war dieses Krokodil eines der drei riesigen Krokodile, die im Nilwala-Fluss leben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich würde zögern, in diesem Fluss zu schwimmen. Die Vorstellung ist einfach beängstigend. Den Behörden zufolge ist das Krokodil noch am Leben und wird gelegentlich in der Nähe beobachtet. Nummer 11. Khao Yai. Khao Yai ist eine Mischung aus unterschiedlichen Krokodilarten. Es befindet sich in der Samut Prakan Crocodile Farm und Zoo in Thailand. Yai ist ungefähr 5,5 Meter lang und wiegt über eine Tonne. Die Länge variiert je nach Quelle, aber er ist größer als Cassius. Yai ist, wie Gomek, sehr sozial verträglich. Fütterer und Betreuer dürfen ihn putzen und anfassen. Sogar Touristen gehen auf Tuchfühlung mit ihm. Es ist allgemein bekannt, dass sich siamesische Krokodile in Gefangenschaft und in freier Wildbahn mit Salzwasserkrokodilen kreuzen und die daraus resultierenden Nachkommen gelegentlich zu riesigen Tieren werden. Yai ist einer der bekanntesten Hybriden, der 1972 geboren wurde. Berichten zufolge ist Yai das größte Krokodil der Welt in Gefangenschaft. Einige haben seine Einstufung als Hybrid in Frage gestellt, obwohl es wahrscheinlich ist, dass er einer ist. Soweit wir wissen, ist seine Genetik noch nicht erforscht worden. Das siamesische Krokodil lebte früher in fast ganz Südasien, einschließlich Thailand, Laos, Kambodscha, Vietnam und Malaysia, sowie auf Java, Borneo und einigen kleinen Inseln in der Nähe. Die Bejagung durch den Menschen und die Zerstörung seines Lebensraums haben ihn in weiten Teilen seines Verbreitungsgebiets ausgerottet und sein Überleben in einigen der betroffenen Ländern wurde in den letzten Jahrzehnten in Frage gestellt. Matthäus verzeichnet die erste Sichtung seit 30 Jahren in Laos und in Thailand scheinen nur wenige Exemplare in freier Wildbahn zu leben. Nummer 10. Großer Alligator auf dem Golfplatz. Unser nächstes Reptil ist ein riesiger Alligator, der beschlossen hat, auf diesem Golfplatz spazieren zu gehen. Auf diesen Aufnahmen kannst du sehen, wie groß er ist, während er die Grüns untersucht. Ein Vierergespann von Spielern, das im Hintergrund ein Loch spielt, wird durch den Anblick gestört und bringt ihr Spiel durcheinander, denn der Alligator kümmert sich nicht wirklich um sie. Selbst wenn er es täte, hätten sie genug Zeit zu entkommen. Im nächsten Video wird ein weiterer riesiger Alligator auf dem Golfplatz gefangen und dieser ist sogar noch größer als der vorherige. Zum Glück können sich Alligatoren nicht so schnell fortbewegen. Selbst wenn er mal näher kommt, um ihn zu fotografieren, kann er sicher sein, dass er entkommen kann, wenn er rennen muss. Als nächstes hielten viele Menschen es für einen Scherz, als ein riesiger Alligator auf einem Golfplatz in Florida mit ausgestreckten Beinen gefilmt wurde. Das Video, das von einem Profigolfer im Valencia Country Club in Naples aufgenommen wurde, verbreitete sich sofort viral. Der sogenannte High Walk des Alligators, der auf dem Video festgehalten wurde, war einer der Hauptgründe für sein erschreckendes Aussehen. Wenn Alligatoren in Bewegung sind, bleiben sie normalerweise viel näher am Boden. Dieser nächste Kerl sieht aus, als wäre er auf einer Mission, denn er marschiert überzeugend hinter diesem Busch vorwärts. Nummer 9. Jaws 3. Jaws 3 war ein riesiges Salzwasserkrokodil, das im Matrix Crocodile Bank Trust and Center for Herpetology lebte, einem Reptilienzoo und einer Forschungsstation für Herpetologie im indischen Bundesstaat Tamil Nadu. Das massive Krokodil ist mindestens 5,2 Meter lang und wiegt mehr als eine Tonne. Man geht davon aus, dass es eines der größten Krokodile der Welt in Gefangenschaft ist. Es ist eine der beliebtesten Attraktionen des Parks. Jeden Tag strömen die Besucher in den Park, um das kolossale Reptil zu sehen. Weil der Film Jaws Romulus Whitakers Lieblingsfilm ist, tauft er das Krokodil Jaws 3. Jaws 3 wurde von ihm aufgezogen, seit er ein kleines Reptil war. Er erinnert sich daran, wie er ihn in seinen Arm genommen hat. Warum versuchst du es nicht gleich jetzt, Romulus? In den ersten Jahren nach seiner Ankunft in der Einrichtung im Jahr 1976 war Jaws 3 zusammen mit seinen Brüdern und Schwestern in einer ganz normalen Ausstellung untergebracht. Als er anfing, seinen Geschwistern in beeindruckender Weise entwachsen zu sein, wurde klar, dass er kein gewöhnliches Krokodil war, sondern ein wahres Ungetüm von bizarrem Ausmaß. Aufgrund seines besonders wilden Wesens und seiner zerstörerischen Kraft kann er nicht einmal mit anderen weiblichen Krokodilen zusammen untergebracht werden. Jaws lebt jetzt allein in einem riesigen, verstärkten Gehege, wo Besucher ihn bei der Fütterung durch seine Pfleger beobachten können. Im Januar 2020 ist Jaws 3 gestorben.
Ganga Durai, der leitende Reptilienpfleger des Madras Crocodile Bank Trust, sagte, er habe Jaws die letzten 40 Jahre gefüttert und wenn andere, einschließlich seiner eigenen Frau, ihn nach dem Krokodil fragen und er ihnen erzählt, dass es gestorben ist, sind sie verstört und können es nur schwer verstehen. Nummer 8. Buyang Senang Krokodil. Buyang Senang lebte in Borneo und war ein großes Salzwasserkrokodil. Laut den Berichten der Einheimischen war er ein Menschenfresser. Alle Einheimischen hatten Angst vor ihm. Einige sagten sogar, dass er schon seit 30 Jahren Menschen angreift und tötet. Anfangs wurde er auf 7,6 Meter Länge geschätzt, aber als er 1992 getötet wurde, war er nur noch 5,8 Meter lang und wog mehr als eine Tonne. Die Menschen werfen gerne mit Zahlen, um die Kreatur größer erscheinen zu lassen, als sie wirklich ist, bis sie dann gefangen wird. Das ist wohl einfach die menschliche Natur. Der Schädel von Buyang Senang ist im Sarawak Museum in Kuching, Malaysia ausgestellt. Nummer 7. Twypod. Matt White war schon immer von Kreaturen fasziniert, die die meisten Menschen lieber ignorieren würden. Als er ein Kind war, waren es Schlangen, die zu den giftigsten der Welt gehören. Da ist es nur logisch, dass er als Erwachsener dazu übergegangen ist, riesige, tödliche Salzwasserkrokodile zu fangen. Krokodilfang, das Aufspüren, Fangen und Beseitigen von abtrünnigen Krokodilen, ist keine übliche Berufswahl in der Schule. Und er hatte Glück, denn er lernte gleich danach einen Hubschrauber zu fliegen. Eine notwendige Fähigkeit, um die Tiere schnell zu beseitigen. Krokodile haben einen schlechten Ruf, aber White glaubt, dass das übertrieben ist. Er behauptet nicht, dass das Schwimmen in einer Lagune im Northern Territory die beste Option ist, aber es ist eine sichere Sache. Es ist ein einfaches Tier, mit dem man umgehen kann. Sie haben ein kleines Gehirn. Sie sind Aasfresser und Jäger, die nur von dem Wunsch getrieben sind, zu fressen, zu kämpfen, sich fortzupflanzen und warm zu bleiben. Nichts ist unüberwindbar hart. Sie lassen mich an Roboter denken. Twypod ist das Krokodil, mit dem er am meisten vertraut ist. Er ist 5,2 Meter groß, wiegt aber fast eine Tonne, weil er sich nicht viel bewegt. Er ist schon seit 5 Jahren bei ihm und hat 3 Beine, daher der Name Twypod. Er hängt im Hinterhof herum. Er kann ihn nicht gehen lassen, weil er schon so lange gefangen gehalten wird. Entweder würde er es nicht schaffen oder er würde nur stören. Nummer 6. Brutus. Am Adelaide River in Australien ist Brutus, das riesige Krokodil, eine Touristenattraktion. Hast du dich jemals gefragt, welches Tier gewinnen würde, wenn ein Krokodil und ein Hai gegeneinander kämpfen würden? Eine Bootsladung Touristen hat den Kampf im Northern Territory aus der ersten Reihe miterlebt und es scheint eine hypothetische Frage zu sein, die vielleicht unter Freunden in einer Kneipe geklärt wurde. Auf dem Adelaide River im Kakadu Nationalpark hält Brutus, ein riesiges Krokodil, einen Bullenhai in seinen Zähnen. Der in Sydney lebende Andrew Pace war mit seiner Familie auf einer Tour durch den Adelaide River, als er Brutus, ein monströses Krokodil, das im hohen Norden zu einer Touristenattraktion geworden ist, mit etwas in seinem gewaltigen Maul bemerkte. Nummer 5. Port Moresby Krokodil. Crocodile Dundee ist Papua-Neuguineas Mr. Farapu-Ser aus der Golfprovinz. Der Tierpfleger in Port Moresby Adventure Park, Mr. Ser, ist der einzige Mensch auf der Welt, der ein Krokodil besteigen und es wie Wallaby küssen kann. Er ist der einzige Mensch, der ein über 5 Meter großes Krokodil zur Freude und zum Vergnügen der Zuschauer in eine Reitershow verwandeln kann. Herr Ser beeindruckte die Menge im Adventure Park Crocodile Canyon, indem er seine Fütterungstaktik übte, während er 2 der wild aussehenden Reptilien vor einer Versammlung von über 100 Menschen ritt und küsste. Nach Angaben eines Kollegen und Freundes von Ser wurde er einmal während einer Vorstellung von einem riesigen Krokodil angegriffen, aber er hatte nie aufgegeben. Ser hat 35 Jahre seines Lebens mit den beiden Reptilien verbracht und ist heute ein Champion und ein mutiger Mann, der von allen, die ihn kennen, respektiert wird. Ser ist eine wertvolle Bereicherung für den Abenteuerpark und ein Symbol für die Tierfamilie. Er ist die einzige Person, die weiß, wie man mit Krokodilen spricht und ihnen befiehlt, herauszukommen, stehen zu bleiben, sich zu bewegen und sie sogar zu reiten oder zu küssen. Ser ist definitiv der Crocodile Dundee dieses Parks und der einzige Mann, der ein Krokodil wie ein Pferd reiten kann. Er ist die Ikone und der Krokodilwächter und alle verehren ihn. Laut Sparker werden die Krokodile jeden Samstag um 15 Uhr gefüttert und niemand sonst tut das. Ser hingegen, der die Fütterung und die Unterhaltung mit den Krokodilen beaufsichtigt, weiß, wie man ein Krokodil zähmt und es zum Zuhören bringt. Ser hat eine lange Geschichte mit Krokodilen. Aber um es kurz zu machen, er wurde für diesen Job geboren. Er ist ein Tierschützer, der mit Krokodilen aufgewachsen ist und sie als seine Haustiere und besten Freunde betrachtet. Ich hoffe, dass er nicht eines Tages für all die Liebe bezahlen muss, die er den Krokodilen gegeben hat. Nummer 4. Lolong.
Er war über 6 Meter groß und wog 1,5 Tonnen. Lolong war zu diesem Zeitpunkt das größte Krokodil der Welt in Gefangenschaft. Er war auch das größte Krokodil der Welt, gemessen an der Länge von der Schnauze bis zum Schwanz. Lolong war das Salzwasserkrokodil, das im indopazifischen Raum beheimatet ist. Dr. Adam Burton, ein australischer Krokodilexperte, hat Lolong 2011 in seinem Gehege sediert und vermessen und damit bestätigt, dass er das längste Krokodil der Welt ist, das jemals gefangen und in Gefangenschaft gehalten wurde. Im Jahr 2011 wurde er in einem Bunawan-Bach auf den Philippinen gefangen. Er wurde mit Hilfe der örtlichen Behörden, Dorfbewohnern und Krokodiljägern gefangen. Das riesige Krokodil wurde 3 Wochen lang verfolgt und es waren etwa 100 Menschen nötig, um es an Land zu tragen, nachdem es entdeckt worden war. Während der Gefangennahme wurde es zeitweise unruhig und riss 2-mal die Halteseile durch, bevor es richtig gefesselt werden konnte. Schätzungen zufolge war er mindestens 50 Jahre alt. Lolong wurde verdächtigt, einen in Bunawan vermissten Fischer sowie ein 12-jähriges Mädchen, dessen Kopf 2 Jahre zuvor ausgegraben wurde, gegessen zu haben. Außerdem war er der Hauptverdächtige im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Wasserbüffeln in der Umgebung. Die Überreste von Wasserbüffeln, die vor Lolongs Gefangennahme als vermisst galten, wurden nach seiner Gefangennahme im Mageninhalt entdeckt, aber keine menschlichen Überreste. Das Krokodil wurde nach Ernesto Lolong Goloran Kate benannt, einem der erfahrenen Krokodiljäger des Palawan Crocodile and Wildlife Reservation Center, der die Jagd leitete. Die Suche nach Lolong hatte Kates Gesundheit nach wochenlanger Pösch in Mitleidenschaft gezogen. Einige Tage bevor das Krokodil gefangen wurde, starb er an einem Herzinfarkt. Trotz seiner anfänglichen Aggressivität war Lolong in seinem Gehege äußerst sanftmütig. Wer die Folgen des Fangens riesiger Krokodile in freier Wildbahn kennt, sollte nicht überrascht sein. Der Schock, gefangen zu werden, gestochen und gestupst zu werden und in einem völlig neuen und fremden Lebensraum eingeführt zu werden, ist für jedes Tier ein erschütterndes Ereignis. Besonders für ein so riesiges wie Lolong, der jahrzehntelang der Herrscher seines Reiches war. Es mag seltsam erscheinen, sich Krokodile als gestresst vorzustellen, aber in dieser Hinsicht sind sie genau wie alle anderen Wirbeltiere. Und jeder, der Krokodile in Gefangenschaft hält, sollte sich dessen bewusst sein. Lolong starb 2013 in Gefangenschaft, nur 18 Monate nachdem er gefangen worden war. Seine Todesursache war laut Autopsie ein kongestives Herzversagen, das durch eine Pilzpneumonie, Leberlipidose und Nierenversagen kompliziert wurde. Nummer 3. Utan. Dr. Sam Seashore, Leiter der Veterinärmedizin im Alligator Adventure, stellte Utan 2002 vor und beendete damit eine fast 3-jährige Odyssee. Er ging zur Samut Prakan Krokodilfarm, etwa 19 Kilometer außerhalb von Bangkok, Thailand, um diesen Botschafter Thailands zu finden und der Rest ist, wie man so schön sagt, Geschichte. Utan, der nach dem Sohn des Farmbesitzers Utin Yang Prapakan benannt wurde, war und ist das größte ausgestellte Krokodil der Welt. Der Utan ist ein Krokodil, das eine Kreuzung zwischen einem Salzwasser- und einem siamesischen Krokodil ist. Er wurde 1964 geboren, wiegt 900 Kilogramm und ist knapp 5,5 Meter groß. Utan ist in einer 5000 Quadratmeter großen Ausstellung mit einem luxuriösen Becken untergebracht, das mit über 100.000 Liter Süßwasser gefüllt ist. Utan ist zweifelsohne der König der Krokodile. Obwohl Utans Beißkraft nie gemessen wurde, geht man davon aus, dass sie etwa 2200 Kilogramm pro Quadratzoll beträgt. Das sind fast 2 Tonnen. Nummer 2. Akko. Akko, das größte Krokodil im australischen Zoo, ist 4,9 Meter lang und wiegt 1 Tonne. Wegen seiner Gerissenheit und seines Intellekts war Akko vom Abschuss bedroht und Steve Irwin holte ihn von einem Grundstück, auf dem er 2 Jahre lang vom Abschuss bedroht war. Als Steve Akko schließlich einfing, rollte das Krokodil tot von alleine die Klippe hinunter in das Boot und versenkte es. Um Akko sicher zu fangen, holte sich Steve die Hilfe von Schilfrohrbauern des Grundstücks und brachte ihnen alles bei, was sie über Krokodile wissen mussten und warum sie sich so verhalten, wie sie es tun. Die Farmer verliebten sich in Akko, als sie entdeckten, was er war, und Steve benannte ihn nach ihnen. Jeder ist eingeladen, Steve Irwins Philosophie für Tiere, sein Vermächtnis und sein erstaunliches Leben jeden 15. November im australischen Zoo zu feiern. Nummer 1. Orinoco. Orinoco-Krokodile können ein Gewicht von 680 Kilogramm und eine Länge von 5,5 Metern erreichen. Sie werden zwischen 60 und 80 Jahre alt und ihre Population schwankt zwischen 250 und 1500 Tieren. Dieses Reptil zeichnet sich durch eine schlanke Schnauze aus, die an der Spitze schräg nach unten verläuft. Der Körper des Krokodils ist mit Schuppen bedeckt, die in Form und Stärke variieren.
Das Orinoco-Krokodil ist ein einzigartiges Reptil mit drei verschiedenen Farbvariationen und ohne Unterarten. Es gibt drei Arten von Krokodilhaut. Negro, die komplett dunkelgrau ist, Mariposo, die grau-grün ist und Flecken auf dem Rücken hat, und Amarillo, die am häufigsten vorkommende, mit einer leichten Bräune und dunklen, spärlichen Flecken auf dem ganzen Körper des Tieres. Es fühlt sich fast so an, als wäre ich bei Ben & Jerry's auf der Suche nach einem neuen Eiscreme-Geschmack. Wenn ein Krokodil untergetaucht ist, bleiben die Nasenlöcher am Ende der Schnauze über der Wasseroberfläche, damit das Tier weiter atmen kann. Das Orinoco-Krokodil hat einen kräftigen Schwanz und kleine, starke Beine. Orinoco-Krokodile sind soziale Lebewesen mit einer Hierarchie. Das Kommunikationssystem und die Reaktion dieser Reptilien sind gut ausgeprägt. Außer beim Fressen bewegen sich diese Tiere im Schneckentempo. Sie fressen nachts im Wasser und haben eine gut koordinierte Fressaktivität. Sie nähern sich dem Flussbett auf der Suche nach Landlebewesen, die sie erbeuten könnten. Die Krokodile des Orinoco-Flusses sind ausgezeichnete Schwimmer. Wenn sie im Wasser sind, treiben sie sich mit ihren Schwimmfüßen und Schwanzstößen vorwärts. Diese Reptilien, vor allem die großen Männchen, können manchmal aggressiv sein. Sie bilden häufig große Gruppen und ziehen während der Trockenzeit auf der Suche nach einem geeigneten Lebensraum im Wasser über das Land. Wenn der Fluss an ihrem Standort austrocknet, verstecken sich die Tiere in Höhlen. Diese Reptilien sind riesige Biester, denen ich niemals begegnen möchte. Mein Favorit war Brutus. Welcher war dein Favorit? Lass es uns in den Kommentaren unten wissen. Das war unsere Liste der 15 ungewöhnlich großen Krokodile und Alligatoren, die es tatsächlich gibt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib uns bitte einen Like und lass uns in den Kommentaren wissen, was du denkst. Schau dir auch unsere anderen Videos an und abonniere sie, um dabei zu sein. Klicke auf das Benachrichtigungssymbol, damit du unsere neuen Videos siehst, sobald sie hochgeladen werden. Das war's für den Moment.